Die schönste Verbindung zwischen zwei Punkten ist ein Alfa Romeo. So bewarb Alfa Romeo 1971 ihr neu auf den Markt gebrachtes Modell Montreal. Vorgestellt wurde das Sportcoupé erstmals auf der Expo 1967 in Montreal, wodurch es auch seinen Namen erhielt. Es war eine von Marcello Gandini bei Bertone angelegte Prototypstudio, speziell für die Expo. Als Vorlage und Basis dienten die Giulia-Modelle von Alfa Romeo. Während der Präsentation auf der Expo war die Begeisterung über den Montreal so groß, dass man bei Alfa Romeo beschloss, 3 Jahre später, im Jahr 1970, mit dem Montreal in Serie zu gehen. Immer wieder waren die Lufteinlässe hinter den Türen Anlass für Diskussionen. Oft wurde vermutet, dass der Montreal mit einem Mittelmotor ausgestattet wird. Aber bereits von Beginn an stand fest, der Alfa Romeo Montreal erhält einen Frontmotor. Allerdings vermuteten die Ingenieure, dass der TI-Motor von der Leistung her nicht ausreichen würde und so tauschte man für die Serienproduktion auf einen aus dem Rennwagen Tipo 33-2 abgewandelten und etwas abgeschwächten V8-Motor. Und so tauschte man für die Serienproduktion auf einem aus dem Rennwagen Tipo 33-2 abgewandelten und etwas abgeschwächten V8-Motor. Um die Straßentauglichkeit zu erreichen, wurde die Verdichtung des Rennmotors gesenkt, der Hubraum erhöht und pro Zylinder nur eine Zündkerze eingesetzt. Die Innenausstattung ist für die damaligen Verhältnisse sehr umfangreich. Sportliche Sitze bieten zusätzlichen Fahrkomfort. Die Klappscheinwerfer werden durch ein Vakuum bedient und klappen bei Bedarf nach unten weg. Insgesamt wurden von den Alfa Romeo Montreal von 1971 bis 1977 nur 3.925 Modelle gefertigt. Einen Nachfolger gab es bisher nicht.